Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD der Nunktesturm. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber die Erkältung ist fast wieder vorbei. Also, das ist eine Woche vergangen zwischen dem letzten, Aufnahme, bis der letzten Aufnahme-Session, wo mir dann einfach aufgefallen ist, dass mir im Part 44 im Bosskampf gegen Lucina einfach komplett die Audiospur weg war von meiner Stimme. Und so konntet ihr quasi mal ein Walkthrough ohne Commentary erleben bei mir. Genau, ich steige jetzt mal hier in den Fahrstuhl. Jetzt geht wieder nach oben. Ach du Scheiße hier. Alles klar, Sophos. Bevor du irgendwas mit deinem PDA machst, lern das mal richtig schreiben auf dem Ding. Nieder mit Team Krypto, Sophos von Emery Tay. Alles klar, eine leere Mail. Mit fehlerhafter Groß- und Kleinschreibung. Danke. Nieder mit dem Krypto. Mein lieber Shiny, heute, hallo. Das ist meine erste Mail. Ich habe vorhin außerdem eine leere Nachricht geschickt. Entschuldige. Und auch meine Tippfehler. Diese Technik heutzutage, sehr peinlich. Ja. Die E-Mail bricht hier ab. Alles klar. Ich schiebe mir erstmal die Box runter. Weil Box und Schieben macht Spaß. Und wir können uns das Item holen. Mit zwei Belebern. Jetzt ist ja hier die Lava weg. Hier ist sie wiederum noch. Es wird Zeit, um näher heranzugehen. Jo, das würde halt kommen. Was ganz normal machen würde. Dann schicke ich mir die Box hier noch runter. Ich meine, man kommt relativ einfach darauf, die Boxen da wegzuschieben. Weil das ist mehr oder weniger das Einzige, was du da wegschieben kannst. Sonst... Vor allem, die Dinger sind auch... Alles klar. Dann nimmt ein Krypto-Bus, ist bereit für die Krypto-Lösung. Irgendwas wollte ich gerade sagen mit den Boxen. Ach ja, genau. Die Sache mit den Boxen... Es ist halt einfach so... Man muss halt, ein bisschen rumprobieren, damit man drauf kommt. Aber... Die Sache ist, du kommst halt irgendwann drauf. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwo Kämpfe haben, überhaupt. Auf jeden Fall ist mein Rasa vom Kryptobus fertig. Okay, damit haben wir uns da unten einen Weg geschaffen. Kann ich hier direkt runterspringen? Nee, schade. Schade, schade, Schokolade. So, ich will mir das Item da oben noch holen. Und hier geht's nicht weiter, ne? Nee. So, genau, ich will mir das Item hier noch holen. Ach, dann muss ich da vorne runter. Ach ja, die Rampen hier. So. Und zweimal Schluckkraut. Na, nicht unbedingt das Beste, aber... oder? Das bewirkte Schluckraut noch einmal. Ja, ich habe nachgeguckt, ob ich irgendwelchen Pokémon irgendwelche TMs geben kann. Schluckraut. Hebt Statusveränderungen auf. Cool. Ja, so schlecht ist es doch nicht, aber... Ich werde es wahrscheinlich nicht... Alles klar. Das kam... unerwartet. Ich werde es wahrscheinlich nicht nutzen. Du, als ich wacker in dieser Magmelze. Schön, dass du kommst. Ich dachte schon, ich schmerze hier weg, bevor jemand vorbeikommt. Du, mein Lieber, kamst unerwartet. Ulrich. So. Lea ist sie komplett falsch.
Und hätte hier erstmal einen Doppelkick auf Hundemann. Und dich hole ich erstmal raus. Los, Kotzlot. Ja, das ist der Beweis, dass meine Erkältung noch nicht ganz weg ist. Die Scheiße ist, das zieht ziemlich viel ab. So, nochmal ein Doppelkick und hier baller ich erstmal, nee, kein Eisstrahl, ein Aquaknarre auf Vulnona. Und weg. Ich könnte kurz oder potenziell noch Erdbeben beibringen, aber niemand in meinem Team hat Schwebe bisher. Das heißt, bisher würde es einfach alle treffen. Und das ist einfach auch nicht unbedingt sehr schlecht. Oh, du bist auch so... So what? Alter Vulnona, du bist ein Biest. Du bist ein fucking Biest. Ey, ich krieg zu viel bei der ganzen Geschichte hier. Jetzt brennt Shadowlink einfach noch. Alles klar. Ja, du bekommst deinen Schaden, verreckst wahrscheinlich dran. Hallo Magma. Hallo Krypto-Magma, alles klar. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Plan. Alles klar. Und weg bist du. So, ich hole erstmal Mackie rein. Wegen Giflor. Und dann kümmere ich mich um das Magma. So, Flammenwurf auf Giflor. Und mit dir belebe ich einfach mal Shadowlink wieder. Das sollte eigentlich ausreichen, um zu killen, oder? Yo. Nice. Und wenn das Magma sein Krypto war und er noch eins hat, dann natürlich. Pinsir. So. Das heißt jetzt so viel wie... Ich baller hier erstmal ein bisschen Glut drauf. In der Zwischenzeit heile ich Shadowlink nochmal komplett. Ich versuche diesen Magma einfach zu schwer... Okay, das ist ziemlich wenig. Kann man ruhig auch mit härteren Attacken dran gehen. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich mit auf Mackie.
War klar. Dann hole ich dich jetzt hier wieder raus. Donnerwelle. Und Aurora-Strahl. Ja, genau. Als ob. Du wirst ja sowieso wahrscheinlich drauf gehen. Obwohl, nee, du kannst ja gar keine Feuerattacken. Erstmal Stachelspur auf Magma. Und nochmal Aurora-Strahl auf Magma. So, Stachelspur, damit ist das Ding sowieso schon mal paralysiert. Und du hast ja auch Trugschlag. Own Crit, der ist nice. Jetzt Kryptohieb ein. Das war auch klar. Es ist einfach wieder so klar, dass die es einfach alle nicht überleben. Aber was tut man nicht alles, um Krypto-Pokémon zu fangen? So. Du sollst hier erstmal selber heilen. Nice, die Paralyse greift. Bei dir nicht. Aber meine Fresse, zieht das viel ab. So, mal eine Schockwelle. Hier nochmal ein Aurora-Strahl. Das könnte jetzt komplett nach hinten losgehen. Ich weiß. So, das Magma könnten wir gleich versuchen zu fangen. Weil Magma greift die Paralyse. Bei dir natürlich wieder nicht. Ich denke mal, du gehst auf... Also, das wird nur eins mal der Pokémon drauf gehen. Wenn überhaupt. Du heilst dich weiter mit Überresten. Weil ich habe ja noch Shadow Link in der Hand. Dann habe ich erstmal Shadow. Und, na, bloß nicht den Meisterball werfen. Ja, hat da einen Hyperball drauf. Hier gibt es ja leider keinen Hyperball, keinen Meisterball-Glitch. Den habe ich ja im Kolosseum des Öfteren genutzt, sobald ich den Meisterball nämlich hatte. Weil manche von den Dingern waren einfach so scheiße zu fangen. Und man merkt es ja hier. Gott. Du heilst dich brav weiter, das ist gut. So, nochmal eine Schockwelle, dich rufe ich in der Zwischenzeit. Aber jetzt kann ich das gleich auffangen.
Scheiße, für einen Krypto-Hieb, der eins meiner beiden Viecher auf jeden Fall killen wird. Es hat Kotzlord getroffen, schade, aber EP gibt es ja sowieso nicht mehr. Weil die Dinger werden eh nur noch gefangen. Und ich werde gleich definitiv zum Vitalisator rennen müssen, ey. Oh mein fucking Gott. So, ich nochmal einen Hyperball. Und dich rufe ich. Perfekt. Damit haben wir ihn auch besiegt. Kryptoknecht Ulrik. Boah, ich wusste, der Kampf wird heiß. Bist du also doch weggeschmolzen hier in der Hitze, oder wie? Das Schöne ist, die nächsten Kämpfe, so wie ich hier sehe, sind einfach so mega nice, dass wir einfach keine Krypto-Pokémon fangen müssen. So ist die nächsten 3 oder sogar 4. Sogar 5? Ja doch, die nächsten 5 Kämpfe sind ohne Krypto-Pokémon. Das ist doch mal nice. Da kann ich wenigstens direkt aufs Ausschalten mich konzentrieren und muss nicht irgendwie Trainer-Pokémon fangen. Ja, ich muss. Ja, nee, hier war ich nicht. Hier war das nicht. Nee, nee. Ich wäre wieder zurück zum Vitalisator. Das sind auch manchmal Wege. Aber es lohnt sich. Da wird mich wieder ein vollgeheiltes Team. Ich muss mal gucken, ob wir überhaupt... Ob ich das verpeilt habe oder ob ich ein bestimmtes Krypto-Pokémon gar nicht gefangen habe. Das kann ich eigentlich auch in den Krypto-Daten nachlesen. Also von daher... hier, PDA. Kryptodaten. Okay, doch. Ich hab, bei den beiden hier war ich mir nicht mehr sicher. Aber bei mir trägt ein Bandsticker, aber ich glaube, das können wir hier auch vergessen bei unseren Pokémon. So, die drei sind jetzt auf jeden Fall zum Erlösen bereit. Ich warte noch, bis die anderen auch zur Erlösung bereit sind. Und dann gehe ich nochmal ins Pokémon Hauptlabor, um die Viecher dann letztendlich zu erlösen. Und ja. Genau. Wir gehen jetzt wieder zurück. Und dann reiße ich mir natürlich erstmal die Kopfhörer aus dem Ohr. Was natürlich richtig schön ist, weil jetzt höre ich die schöne Game, den schönen Gamesound nicht. Der im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, auch die Melodie im Titlescreen ist. Und generell finde ich halt sowas immer ganz nice, wenn es halt wieder zurück. Kommt dann im Game dann später. Und wir gehen weiter. Wahrscheinlich steht jetzt hier um die Ecke ein Vitalisator. Weil... Hallo? Ist hier irgendwer? Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich wusste es. Meine Güte. Scheiße. Egal. Ich hätte Magma noch, ich wollte ja Magma noch auf die Box packen, aber egal. Jetzt haben wir wenigstens ein Pokémon, um Krypto-Attacken zu tanken. Passt. Du bist ja niedlich, aber auch ganz schön mutig hierher zu kommen. Es wäre eine Schande, dich zu schlagen, aber auch eine gute Chance, Punkte bei Meister Frenos einzuheimsen. So. Hallo, Kryptoknecht Kimli.
Das Schöne ist, ich muss mich überhaupt nicht darauf konzentrieren, irgendein Krypto-Pokémon zu fangen, weil du hast keine. Oh, Bedrohung, alles klar. Doppelkick? Nee, 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 nee. Das hat bei Leer Step. Donnerblitz. Und Himmelhieb. So. Das reicht aus, um Dummhyperplex zu killen. Ist auch ziemlich low level, wenn man das mal bedenkt. Wenn die Krypto-Pokémon 36 sind, ist das hier low level. Hallo, Senguro. Du bist nicht low level. Ah, das reicht gerade so. Nicht. Verdammt. Ja, Senkheit, Genauigkeit. So. Dann mach ich hier einen Donnerblitz auf Magnaien und du machst noch einen Himmelhieb auf Sengo. Das sollte nicht reichen. Das war locker. Der ein schönes Setup. Tohaido, jawoll. Autsch. Und das nimmt mal Himmelhieb ein. Aber das reicht auch gerade so nicht. Menno. Aber leider muss ich das hier nochmal machen. Das heißt, wie will ich mache jetzt erstmal Donnerblitz auf Tohaido. Weil Rauhaut und so. Und Megasauger auf Sengo. Alles klar, es geht daneben. Knirscher. Aber es ist zumindest nicht sehr effektiv. Wer setzt denn bitte in so einem Late-Game-Attacken wie Silberblick ein? Oh Mann. Nee, nee. Das ist mir zu viel. So, Shadowlink bekommt das Level 39er Level ab. Du nur fast. Bin zu faul auszuwechseln, also von daher. Mach jetzt einfach mal den hier. Ist ja scheißegal. Hauptsache, der trifft diesen Mal, der Donnerblitz. Und killt Tohaido. Und Lea bekommt auch das Level up. That is nice. Mega Sauga. Bringt noch nicht viel. Du hast so eine Kugelsaat auf Lager. genau, das soll ich machen. So. Oder Himmelhieb einfach mal probieren. Hat nicht so viel abgezogen. Oh, Verwurzler, alles klar, Verwurzler. Flammenwurf. Und nochmal Himmelhieb. Flammenwurf sollte aber ausreichen. Gut. So, nice. Meister Fren, was hat das hoffentlich nicht gesehen? Ja, wenn hier Überwachungskameras sind, dann schon. So, ich renne mal kurz wieder zurück zum Vitalisierer. Es ist jetzt inzwischen zum Glück kein weiter Weg.
Das Schöne ist auch, von hier aus kann ich jetzt auf den Kryptobus zugreifen. Und das bedeutet so viel wie Magma, tschüss. was mache ich überhaupt? Was habe ich da gerade getan? Das wollte ich doch machen. So. Nee, möchte ich nicht weiter bearbeiten. Stell ich nochmal kurz mein Team um. Ich denke mal, ich mache eine Wasser-Feuer-Kombi. Das könnte auf. Ja, das sollte auf jeden Fall super sein für die nächsten Kämpfe. Da würde ich aber sagen, ich bleib hier stehen und verabschiede mich von euch. Oder würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Bis dann und ciao, ciao.